gibt es ja kaum Menschen, die so vernetzt sind über die ganze Industrie hinweg wie Sie. Was glauben Sie, wie wird die Baustelle in 10, 20 Jahren aussehen? Ja, ob ich da jetzt wo die richtige das hin? Bin? Also man kriegt da so viel mit. Also natürlich, ja. Sie sind keine Baumaschinenherstellerin, ja. Aber Sie hören ja von allen Herstellern jede ja. Menge. Also in dem Bereich wird sich auf jeden Fall noch unheimlich viel tun. Das wissen wir auch von den Firmen, die zu dem Bereich Systeme und Lösungen anbieten. Die fragen auch ganz explizit nach mehr Fläche, weil sie sich besser präsentieren müssen, weil sie eben hier viele Kunden treffen, mit denen sie dann Geschäfte machen, ja. Damit diese Lösungen eben in der Realität dann auch stattfinden und Einzug halten. Das braucht ja immer eine gewisse Zeit. Da findet hier auf der Baumada zu dem Thema sehr viel statt. Wir hatten auch Building Information Modeling als wichtigen Teil in unserem Forum. Zu dem Thema kam dann auch der Bundesminister der Infrastruktur, der Bundesminister Dobrindt, der das Ganze eröffnet hat. Und das zeigt, dass es ja, sehr wichtig ist. Aber wir müssen nicht befürchten, dass die Bauma in den nächsten 10 Jahren zur Computermesse mutiert. Nein, das wird nicht passieren.